Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer hier in Final Fantasy 14. Ja, in der letzten Folge haben Gotetsu und Yuzuyu gefunden. Und Yuzuyu kann sich nicht mehr erinnern an ihre gräußlichen Schandtaten, die sie begangen hat. Und wir müssen sie jetzt zu Hien bringen, weil er der Einzige ist, der berechtigt ist, sie zu richten. Im Guten oder Gna also sie hinzurichten oder ihr Gnade zu gewähren. Wie auch immer sich das ausgehen wird. Yugiri hat die nächste Quest für uns. Der lange Arm der Vergangenheit. Yugiri ist bereit, euch durch den Tunnel nach Doma zu führen. Sind alle bereit, die Reise nach Doma anzutreten? Es ist ein langer Weg. Die Tunnel sind dunkel und der Pfad ist steinig. Yen erwartet uns in der Klause der Grimmigen. Ich habe einen Falken mit einer Nachricht geschickt und ihn informiert, wer sich in unserer Begleitung befindet. Er hielt es für sicherer, sie fürs Erste in alten Unterschlupf der Widerstandskämpfer unterzubringen. Unser Weg führt uns zu gefährlich nah an Namai vorbei. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht gesehen werden. Lass mich mit den anderen vorausgehen. Ich kenne ein paar gute Verstecke. Du deckst uns den Rücken, einverstanden? Dann los. Ja, genau, kurz dazu. Du bleibst am besten bei Yotsudyu. Und ich spiele einfach mal den Nachhut. So, Yugiri, wo geht's weiter? Wie ist es gelaufen? Hast du es unbemerkt bisher geschafft? Ich glaube schon. Gut. Uns hat auch keiner gesehen. Meine Ninja-Fähigkeiten, kleine Personengruppen unauffällig in der Umgebung zu verstecken, hat mir bei der Flucht aus Doma schon wertvolle Dienste geleistet. Ich hätte aber nicht gedacht, dass ich einmal Yotsuyo nach Doma hineinschmuggeln würde. Aber gut, weiter zur Klause. König Hien erwartet. Ich bin zurück, König Hien. Ich bitte euch, meine lange Abwesenheit zu entschuldigen. Wir werden weinen. Tränen der Freude oder der Trauer. Das waren meine Worte am Abend vor der großen Schlacht. Und was hast du gemacht, als alles um dich herum einstürzte? Du hast gelacht, weil dein sehnlichster Wunsch in Erfüllung ging. Gosetsu, treuer Gosetsu, ich bin so froh, dich wiederzusehen. Ihr nanntet mich einen Dickkopf, und die Köpfe haben nun einmal die Angewohnheit, sich nicht so leicht ins Boxhorn jagen zu lassen. Haha, wohlgesprochen. Jetzt habe ich eine Ahnung, wie du dich in der Asim-Steppe gefühlt haben musst, als wir uns nach so langer Zeit wiedersahen. Ach, Gosetsu, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Aber es gibt Dinge, über die wir reden müssen. Steh auf, mein Freund. Erzähl mir alles, was passiert ist. Dass die Galear sich so schnell wieder in die Rubinsee vorwagen. Solange sie lebt, ist Yotsuyo ein großes Risiko für die Galear. Sie kennt viele ihrer strategischen Geheimnisse. Ein Risiko, das sie unbedingt in den Griff bekommen müssen. Bist du auch ein Freund von dem Herrn Samurai? Ich habe sie hierher gebracht, damit ihr über sie richten könnt. Doch sie hat ihr Gedächtnis verloren. Ob wirklich oder nur gespielt, das vermag ich nicht zu sagen. Das Gedächtnis verloren? Wir werden sehen. Sie hat mein Volk gnadenlos unterdrückt. Wir können sie nicht einfach so davonkommen lassen. Sie bleibt fürs Erste hier in der Klause. Bringt sie zu Jifuya, dem Verwalter. Er soll auf sie aufpassen und sie gut vor den Augen der anderen verbergen. Wie ihr wünscht. Komm,
Guck mich nicht so böse an. Ich hab dir nichts getan. Herr Samurai, hilf mir doch! Sei ein gutes Kind, Tsuyu, und geh mit ihr mit. Sie sucht Schutz bei dem Mann, der sie am liebsten tot sehen wollte? Falls sie uns etwas vorspielt, tut sie es meisterlich. Meine lieben Freunde, ich kann euch nicht genug danken, dass ihr Gotsetsu gerettet habt. Auf euch ist wirklich Verlass. Yotsuyu erscheinen verkomplizierte Dinge gewaltig. Die Galeer dürfen auf keinen Fall erfahren, dass sie hier ist. Aber es gibt noch andere Dinge, um die ich mich zu kümmern habe. Schließlich befindet sich mein Land im Wiederaufbau. Die Arbeiten an der Enklave sind schon weit fortgeschritten. Du solltest dich doch mal umsehen. Es ist wirklich beeindruckend. Viele Domar, die sich in Geisterzoll und anderswo in Exil befunden haben, kehren zurück. Jeder ist willkommen. Omai und seine Freunde sind uns sehr ans Herz gewachsen. Sie sollen leben, wo sie möchten, aber ich hoffe wirklich, dass sich der eine oder andere dazu entscheidet, noch eine Weile in Sonnenstein zu bleiben. Entschuldigt. Ich habe mich nur gefragt, wo Gotsetsu und Yugiri denn so lange bleiben. König Hien, entschuldigt. Verwalter Yifuya ist nirgendwo zu finden. Seltsam. Vorhin hatte ich ihn doch noch gesehen. Ich habe Yotsutsu auf ihr Zimmer gebracht und jemand dort darum gebeten, auf sie aufzupassen. Es wäre mir aber wohler, wenn sie wüsste, dass der Verwalter selbst sich der Sache annehme. Da stimme ich dir zu. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass er nicht aufzutreiben ist. Wollt ihr ihn nicht suchen gehen? Es wäre doch gelacht, wenn wir ihn nicht zusammen finden. Ich werde mich draußen umsehen. Ich schlage vor, ihr hört euch zuerst hier drinnen um. Vielleicht hat ihn jemand gesehen. Einverstanden. So machen wir das. Also los, brechen wir auf. König Hien, wir werden mit der Suche nach dem vermissten Verwalter schon fertig werden. Ihr habt doch bestimmt Wichtigeres zu tun. Zum Beispiel die Klausel aus einem Angriff der Galeers vorzubereiten. Langsam, Yugiri. Noch hab ich hier das Sagen. Aber du hast natürlich recht. Für einen Moment hat mich der Abenteuerlust davongerissen. Also gut, ich überlasse euch die Suche nach Yifuya. Bringt ihn mir so schnell wie möglich zurück. So. Hanami, hast du ihn gesehen? Yifuya, ich habe gesehen, wie er überstürzt in Richtung Etherit gelaufen ist. Er war aschfall, als hätte er ein Gespenst gesehen. Ich glaube, er hat irgendwas gemurmelt wie, die Vergangenheit hat mich eingeholt. Oder sowas ähnliches. So habe ich ihn noch nie erlebt. Okay. Die Vergangenheit hat dich eingeholt. Kaidate, wie sieht's bei dir aus? Yifuya? Ich war gerade am Etheriten, da habe ich ihn gesehen, wie er in Richtung Regenbogental gerannt ist. Ich wollte doch fragen, wohin er denn so schnell will, aber da war er schon weg. Alise war übrigens gerade hier und hat mich das Gleiche gefragt. Ich habe sie zu dem Wächtern auf den Pfad zum Regenbogental geschickt. Wenn du dich beeilst, holst du sie vielleicht ein. Okay, dann schnell zum Wächter. Habt ihr da hinten was gesehen? Alise, wie sieht's bei dir aus? Hallo Tara, der Wächter sagt, er hätte Yifuya gesehen. Er wollte mir gerade alles erzählen. Okay, dann erzähl doch mal alles. Ja, ich habe den Verwalter gesehen. Er sah bestürzt aus und hatte es eilig. Das gleiche habe ich übrigens schon General Gotsetsu erzählt. Er ist sofort nach draußen gegangen, um nach Yifuya zu suchen. Yugiri ist auch noch schon draußen? Geh du hinterher, aber ich bleib hier in der Klause. Wir können ja nicht alle draußen suchen. Ich werde zu Alfino zurückkehren und ihm mit der Klause auf Yifuya warten. In der Klausel auf ihn warten. Ja, egal. Vielleicht kann er ja alleine wieder zurück.
So, dann geht's jetzt mal schnell ins Regenbogenteil und wir suchen Yifuya. So, da hat sich Yifuya versteckt. Was hat der denn? Der sieht ja richtig eingeschüchtert aus. Hat er ihn dich geschickt? Lass mich bitte in Frieden. Hier steckt er also. Frau Yugiri, Herr Gosetsu, bitte verzeiht mir, dass ich einfach so verschwunden bin. Willst du uns nicht erst einmal verraten, warum du dich aus dem Staub gemacht hast? Es ist das Bordell. Es gehörte... Das Bordell? Meinst du etwa? Ja. Das Bordell, in dem Yotsuyu gearbeitet hat, es gehörte mir. Eines Tages kam Herr Naeuri zu mir. Er sagte, seine Ziehtochter wolle bei mir arbeiten. Sie sei zwar schon mal verheiratet gewesen, aber jung und schön. Ich sah sie mir an und ich werde nie ihren leeren Blick vergessen. Sie war schön, wie ihr Vater gesagt hatte, aber sie schien sich vollkommen aufgegeben zu haben. Sie war wie eine Puppe, ohne jeden Lebenswillen. Zuerst dachte ich, mit der ist kein Geld zu verdienen. Aber es gab Kunden, die sich von ihren kalten Augen angezogen fühlten. Den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Sie wurde vom galäischen Geheimdienst rekrutiert, gelangt zu Rang und Namen und war im Handumdrehen Statthalterin von Doma. Und warum schließt sich einer wie du der Befreiungsarmee an? Ihre Grausamkeit, ihre Rachegelüste gegenüber den Domanern. Ich habe zu all dem beigetragen. Ich trage eine Mitschuld für ihre Verbrechen. Ich wollte Buße tun, den Schaden begleichen, den ich angerichtet hatte. Ach, was rede ich da? Ich habe mich vor ihr versteckt. Ich hatte Angst vor ihrer Rache, das war es. Ich werde mit Hien sprechen. Bestimmt hat er eine andere Aufgabe für dich. Wenn du einverstanden bist, Yugiri. Ihm können wir sie jedenfalls nicht anvertrauen. Machen wir es, wie du sagst, Gosetsu. Ich danke euch. Wenn das so weitergeht, nehmen wir noch den galäischen Kaiser persönlich in der Klause auf. Da wird's aber ein bisschen eng. Ach, nichts. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen. So, Yugiri. Ich habe nur mit mir selbst gesprochen, wirklich. Komm, wir kehren zurück zur Klause. So, Hien, wie geht's jetzt weiter? Vielen Dank, dass du den Verwalter zurückgebracht hast. Gosetsu hat mir schon erzählt, was passiert ist. Wie Yifuya wird es vielen Domanern geben. Die Furcht vor Yotsutsu sitzt tief, so tief, dass sie trotz ihres Zustands die Leute mit ihrer bloßen Anwesenheit in Angst und Schrecken versetzt. Aber im Moment gibt es Wichtigeres. Die Galäer rühren sich wieder. Ich fürchte, ich werde wieder um deine Hilfe bitten müssen. Okay. So wie es aussieht, wird er sich um unsere Hilfe bemühen. Also irgendwas geht da im Argen. Allerdings, was es genau sein wird und wie wir Hien helfen können, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke und natürlich, das Brot jedes YouTubers ist es, sei es Let's Player oder Kommentator oder irgendwas. Kommentare und Daumen nach oben und vielleicht auch das ein oder andere Abo natürlich. Darüber würde ich mich viel freuen und jetzt kommt die Endcut, wo vielleicht schon das nächste Video drin ist. Auf alle Fälle die Playliste. Und vielleicht auch noch was anderes, was euch interessiert. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir sehen, hören und spielen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.